Yep. Moin, moin, herzlich willkommen. Enshrouded, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten zu unserer kleinen Behausung hier. Kleines, bescheidenes Haus. Ist ja wirklich echt bescheiden, ne? Bescheiden, bescheiden. Erkunde den Damm der Erbauer. Erkunde alles Mögliche. Ich möchte halt gerne diese Ledergeschichten haben. Aber auf der einen Seite möchte man immer dies und dann das. Eben ist das Haus generell zu klein, ne? Aber ach, es ist halt schwierig. Ich habe auch keinen Bock, das ganze Haus abzureißen und es neu zu bauen. Das ist ja auch gar nicht so schlecht geworden, aber irgendwie ist der Eingangsbereich ist jetzt nicht wirklich hier prunkvoll, muss man sagen. Ne? Also das ist, da müssen wir irgendwann nochmal, heute nicht, dann brauche ich nochmal ein paar kreative Abende, glaube ich, um mir zu überlegen, wie ich das nochmal irgendwie alles gerettet kriege oder nochmal größer oder neu baue, ich weiß es nicht. Wir haben mittlerweile ja einen sehr großen Baubereich. Aber es ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Wird doch irgendwo einfach nochmal ein neues Haus bauen. Ich weiß noch nicht. Wir müssen schlafen. Es ist ziemlich dunkel. Und auf zu dunkeln gehen wir nicht auf Reisen, ne? Ruh dich mal aus. Deck dich zu. Am nächsten Tag kommen heftige Kämpfe. Jo. Deswegen wollen wir früh los. Keine Zeit zu verlieren. Wir wollen... Hä? Hier ist eine Wurzel, die wir noch nicht gemacht haben. Das ist ja ein geschenkter Fähigkeitspunkt wahrscheinlich. Hä? Wieso das denn nicht? Das ist ja so... Das wird ja so locker easy. Das ist ja nix. Aufs Dach zu springen. Kopfschmerzen. Hinter oder was? Ernsthaft? Das ist doch, es ist ja hier, ne? Oder warte, kann ich von da? Also von hier. Also der ist es nicht. Wir müssen noch einen weiter. Noch mal kurz Auftrieb. Können wir mal testen, ob die... Hier muss es sein. Das kann ja nicht schlimm sein, oder? Wahrscheinlich laufe ich gleich irgendwo rein und sterb. Also, können wir wieder falsch haben. Mit das erste, also das zweite, dritte Miasma hier oder so, ne? Aber wir können gut ein bisschen Stöcker mitnehmen. Nicole, moin. Wo sind jetzt die Wurzel des Übels hier? Hä? Ich glaube schon wieder weiter weg. Wie stand auch oben? Ist das nicht dein Ernst? Hä? Deswegen habe ich sie wahrscheinlich nie gemacht, weil ich sie nicht finde oder was. Komm. Ach, ich kann. Ah, Mann, ich kann aus der Pampe nicht raus. Jetzt muss ich da unten durchlaufen und links rum oder so, irgend so ein Quatsch. Ich habe sogar eine gute Spitzhacke. Ich komme auch schnell durch, Herr Mann. Warum der Stress? Na, ja, weil man ein bisschen was schaffen will in der Folge, ne? Können wir. Können wir auch dahin laufen, glaube ich. Das geht fast vermutlich ähnlich schnell, wenn ich hier hochkomme.
die Richtung muss. Irgendwo Wurzelgemüse sein. Da ist sie doch. Da waren wir noch nicht. Hoffentlich gibt es Fähigkeitspunkte. Sonst wäre das umsonst. Der Weg frei. Kommen hier Gegner? Sind albern, ne? Also die sind für uns echt... Wenn hier was passiert... Das sind Einser-Gegner. Die mag ich, das kitzelt. Müsste doch jetzt abgehakt sein, oder nicht? Ach, nur Quatsch. So, aber wieder 4 Punkte, oder? Nee, diesmal auf... Hä, warte, was ist das? Nee. Ne? Ist das so? Habe ich heute schon wieder zu viele Wurzeln freigehämmert und deswegen kriege ich keine Punkte, oder was? Das ist ja ungerecht. Na egal. War sowieso nicht unser Hauptziel. Für heute. Das Ziel war hier und dann. Hier und dann da hoch und darüber. Schön scheuen. Wir wollen auf jeden Fall hier jetzt hin, ne? Lass uns das jetzt mal machen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Nur ein bisschen herausfordernd. So. Also, nochmal. Wir reisen ganz nach rechts rüber. Hier zu Hause, dann laufen wir hoch. Da wird ein kleiner Spaziergang werden. Aber eigentlich müssten die Drachen uns und so und auch diese anderen alle Viecher, die müssten uns jetzt... Was ist die Richtung? Ja. Die müssten uns jetzt eigentlich freundlich gegenüber sein, weil die sind ja nicht Mersma verseucht, diese Drachen. Also die Mersma-Tiere greifen uns weiterhin an, aber die Drachen sind jetzt friedlich. Generell sind alle Tiere jetzt friedlich für uns. Die Wölfe dürften uns nicht mehr angreifen. Skorpione dürften uns nicht mehr angreifen, es sei denn, wir greifen die Skorpione an. Sind wir Freunde? Wir sind Freunde. Sind Freunde. Das ist nice, ne? Wir sind jetzt Freunde der wilden Tiere. So. Wir leben friedlich. Sollen sie uns nichts tun, tun wir ihnen auch nichts, nur gelegentlich. Das war Minzzeugs, ne, oder? Sogar nur billige Miasma-Flüssigkeit. Aha. Geh weg, nicht, dass auf einmal wieder ein tödliches Miasma um die Ecke kommt. Das können wir uns natürlich gleich kurz bevor wir da sind. Einen schönen Mittag mit einer Gemüsesuppe, Hühnersuppe. Was? Knochensplitter Ausgrabungsstätte? Ah. Ein
knisternder Stab. Hinweis von einem Schamanen. Ich bin nach Ostlapis zurückgekehrt. Drachen. Du musst auch friedlich bleiben. Großes Lager hier. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas finden müssen. Nicht immer hinlegen. Sie macht es einfach immer zu gerne. Noch ein später Ausgrabungslager, aber da war nichts dabei, oder? Loschen hat gar nichts mit zu tun. Und das möchten wir gerne weitermachen. Dass wir jetzt die Drache eigentlich friedlich sind, ne? Mal ein paar Meters machen. Schön, weil das Schöne ist bei diesem aus der Wüste hier, dass wir nicht jedes Mal Pflanzenfasern kriegen. Immer ein bisschen mehr auf hier, ehrlich gesagt. Jetzt kommen wir direkt. Kommen wir so direkt drauf zu, ne? Nicht irgendwie von oben herab. So, hier ist es Zeit. Für unseren Zaubertrank, ne? Also das. Das. Eine Suppe. Noch eine Suppe. Heilung. Und noch mehr Heilung. Und noch mehr Ausdauer. Na, ich habe jetzt keine Lust, hier alles kaputt zu hämmern, ehrlich gesagt. Oh, ich hasse grüne Menschen. So schnell. Auf offenem Feld, nur alleine einer. Nicht so schlimm. Gut, dass wir ein bisschen Schrott gekriegt haben. Was ist denn da oben? Hol ich gerade nicht hin. Das Ding ist, hier waren wir halt auch schon, ne? Wir waren schon da drüben.
wollte ich noch nicht hin. Ach, aua. Ach komm. Schöner Treffer von hier und tschüss. Pfeife verschwinden, ne? Einmal die Ausrüstung reparieren. Heute haben wir das mit der Spitze gemacht, dass man nicht Gefahr läuft, wenn man runter zu schleudern, ne, weil er so weit ausholt. Gleich da. Da. Boah, bin fast weg. Eigentlich da, ne? Und da unten diese sinnlosen Skelette. Gucken wir mal, ob uns gleich Standort unten sagt. Das Gespenst im verfluchten Sonnentempel. Nur ein paar Bomben gerade eingesammelt, weil nichts Nennenswertes, zwei, drei Stück oder so. Ein 33er Bogen, aber ich glaube, der kann nicht groß upgradet werden, also hilft er mir nicht so richtig weiter. Jetzt sagt er mir auch, Standort unten. Sein? Oder Deko?
wofür ich mich brauche, ne? Ist doch alles hier immer so verzwickt. Riesig wird, da irgendwo unten rein müssen. So, wo ging es denn jetzt runter rein? Hier, ne? Das Licht ist nur für die Minute. Also ich gehe einmal rein, genau. Das, na, ich habe nämlich schon mal gemacht. Neues Höschen. Wir haben 68 und eine Gesundheitsregeneration. 68 und eine Gesundheitsregeneration. Und jetzt haben wir 18 Ausdauer, 2 Gesundheitsregenerationen. Nee. Das ist auf jeden Fall noch was Grünes hier, ne? Was ist gerade hier oben oder was? Eine schöne Truhe. 50 ausgeruht, ein minus 1 aus der Erschöpfung. Das ist also Gleiterrüstung. Wo ist denn das verfluchte Gespenst in dem verfluchten Tempel? Oben.
doch. Es muss doch noch weitergehen. Also ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal durch und gucke mal, was dann passiert. Sonst muss ich gleich schon irgendwie schlafen. Es muss ja hier unten sein. Aber wo? Das nicht. Hoffen wir noch weiter. Laufe ich weiter in der nächsten Folge. Tempelgeschichten, das gehört aber immer noch scheinbar dazu. Ja, also ich werde es weiter suchen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.